Einen wunderschönen guten Abend nochmal. Ja, man kann es ja sehen. Ich stehe hier doch noch einmal mehr in der Garage. Man sieht doch das Tor und die Antriebsschiene. Und tatsächlich soll es jetzt auch nochmal um den Antrieb und die Einstellungsmöglichkeiten gehen. Eigentlich bin ich davon ausgegangen, eben, dass ich jetzt das Ganze in Betrieb genommen hatte. Das habe ich ja auch in den vorangegangenen Videos soweit schon gezeigt. Und jetzt hatte ich eben abseits der Kamera so ein bisschen damit herumgespielt, auch nochmal detailliert in den Handbüchern eben nachgelesen und nochmal ein paar interessante Dinge in Erfahrung gebracht. Unter anderem nämlich auch ein paar Details zur Lichtschranke und die möchte ich jetzt hier in diesem Video mit euch teilen. In vorangegangenen Videos hatte ich ja bereits diese Lichtschranke hier installiert. Die besteht eben aus zwei Einheiten, nämlich einer Sendeeinheit hier sowie einer Empfangseinheit auf der anderen Seite. Und das Ganze ist eben aktuell noch relativ provisorisch bloß hier angeschlossen. Das heißt, man kann sehen, die Leitungen hängen hier einfach nur in der Luft. Das geht in den Antrieb und das ermöglicht es mir eben im Antrieb bestimmte Optionen zu aktivieren, nämlich insbesondere die Option, die dafür sorgt, dass das Garagentor nach einer voreinstellbaren Zeit eben automatisch wieder zufährt. Das heißt, wenn ich das Tor öffne und es befindet sich nichts, kein Hindernis im Weg, dann schließt das Tor jetzt in meinem Fall zum Beispiel nach einer Minute wieder. Und das sorgt halt einfach dafür, dass man ja nicht vergisst, das Tor zu schließen. Man muss jetzt nicht beim Herausfahren nochmal extra einen Knopf drücken, sondern das passiert eben ganz automatisch. Diese Funktion ist einfach nochmal eine Komfortfunktion. Man kann sich eben, ohne nochmal jetzt auf die Fernbedienung drücken zu müssen, darauf verlassen, dass das Garagentor eben zufährt und kann sich dann eben auch am Abend und so weiter sicher sein, dass das Garagentor verschlossen ist und sich nicht in irgendeinem offenen oder halboffenen Zustand befindet, weil man das eben zuvor entweder geöffnet hat oder eben in eine Lüftungsstellung gefahren hat und so weiter. Daher, wie gesagt, fällt das in die Kategorie Komfort. Zur Aktivierung dieser Funktion ist eben zwingend eine Sicherheitseinrichtung erforderlich. Das heißt, ich brauche entweder eine Lichtschranke, so wie ich sie hier habe, oder es gibt alternativ dazu auch sogenannte vorauseilende Lichtschranken, die man am Tor montiert, die dann eben mit dem Tor hoch und runter fahren und dadurch wirklich prüfen können, ob sich unmittelbar vor dem Tor etwas im Weg befindet und ja, vielleicht nochmal eine Nummer sicherer sind. In Lagerhallen oder sowas macht man das, da habe ich das schon öfter gesehen. Das erfordert aber natürlich auch, dass man da so Kabel am Tor entlang führt. Ist ein bisschen von der Installation her aufwendiger, aber an sich auch keine schlechte Sache und funktioniert aber jetzt rein physikalisch sehr ähnlich eben wie auch diese Lichtschranke hier. Sofern der Antrieb also erkennt, dass eine Lichtschranke angeschlossen ist an dem Kontakt SE1, gibt er eben bestimmte Menüs frei. Und in den Menüs kann man dann einfach auswählen, wie lange das Tor offen bleiben soll, bevor es automatisch zufährt. Zusätzlich dazu kann man eine sogenannte Vorwarnzeit einstellen. Das ist die Zeit, die der Antrieb durch blinkendes Licht hier am Antrieb selbst oder auch alternativ dazu über externe Signalgeber auf sich aufmerksam macht, bevor er eben anfängt, das Tor zu verfahren. Damit will man einfach Personen im Umkreis, im näheren Umfeld eben die Möglichkeit geben, zu realisieren, dass das Tor jetzt gleich zufährt und dass man da eben aus der Schussbahn der Torbewegung geht. Worauf ich jetzt hier im Rahmen meiner Recherche und Spielereien eben gestoßen bin, ist ein ganz nettes Feature in Verbindung mit dieser Lichtschranke. Und dafür schauen wir uns die Lichtschranke nochmal an. Die ist eben bei mir folgendermaßen installiert. Die befindet sich ja hier außerhalb des Verfahrweges des Tores. Das heißt, es gibt hier dieses Installationsblech. Darauf befindet sich die Lichtschranke. Das Ganze ist etwas versetzt zum Tor. Und mein Tor, das ist ein Sektionaltor, fährt eben in dieser Führungsschiene hier gerade nach oben. Und diese Lichtschranke, die bleibt eben über die gesamte Verfahrzeit des Tores, bleibt eben frei, wird nicht unterbrochen durch das Tor. Und so ist das eben, wie gesagt, im Handbuch der Lichtschranke beschrieben. Ich habe hier nun eben einen Auszug aus dem erweiterten Handbuch für Installateure bzw. Monteure. Das soll leider scheinbar nicht an den Endkunden ausgeliefert werden. Mit ein bisschen Internetrecherche kann man das eben trotzdem finden. Und dort beschrieben ist nämlich auf Seite 7 in diesem Absatz, dass sich diese Fotozelle auch in the path of the door travel befinden kann. Das heißt auf gut Deutsch, dass die Lichtschranke eben auch im Bewegungspfad des Tores sich befinden kann. Und übertragen auf mein Tor bedeutet das Folgendes: Anstatt diese Lichtschranke hier über dieses Blech am Boden zu befestigen, so wie es jetzt bei mir der Fall ist, könnte man die Lichtschranke auch hier zum Beispiel in die Schiene integrieren. Das heißt, ich könnte hier ein kleines Loch bohren und durch dieses Loch würde dann eben diese Fotozelle oder halt die Lichtschranke, der Infrarotkopf der Lichtschranke würde hier eben durchgucken. Ich würde das Ganze von der Rückseite montieren, hätte dadurch eben nichts am Boden, was man hier jetzt irgendwie durch Abstellen von
Krempel in der Garage eben verbiegen könnte oder irgendwie verstellen könnte, sondern das wäre hier wirklich direkt am Tor montiert. Hätte zusätzlich den Vorteil, dass wirklich auch geprüft wird, ob sich was im Tor befindet. Aktuell ist ja hier so ein Versatz von ein paar Zentimetern. Theoretisch könnte es natürlich jetzt sein, dass man mit dem Auto hineinfährt. Das Auto wiederum im vorderen Bereich hat hier, unterbricht die Lichtschranke hier vielleicht nicht, steht aber trotzdem hier irgendwo im Weg und würde dann dadurch natürlich vom Tor erfasst werden. Wahrscheinlich würde das Tor auch merken, hier passt was mit den Kräften nicht und zurückfahren, zumindest im Idealfall. Aber als zusätzliche Sicherheit gibt es ja diese Lichtschranke und mir gefällt es eben einfach besser, wenn die sich jetzt hier in die Führungsschiene integrieren würde. Das Ganze zu testen bzw. zu demonstrieren und vorzuführen, habe ich hier kurzerhand ein Provisorium angeklebt in Form eines Pappkartons und der sorgt einfach dafür, dass diese Lichtschranke hier unterbrochen wird. Das heißt, man kann es auch sehen, dass der Pappkarton ist wirklich ganz unten am Tor montiert. Der berührt eben hier den Boden und wenn das Tor jetzt nach unten fährt, dann durchbricht dieser Karton diese Lichtschranke noch bevor das Tor den Boden berührt und das probieren wir jetzt einfach mal aus. Aktuell ist eben die Lichtschranke noch so konfiguriert, wie das originale Handbuch der Lichtschranke das vorschreibt. Und ich habe hier noch im Motor selbst noch nichts verstellt. Das heißt, die Erwartungshaltung ist jetzt, wenn das Tor nach unten fährt, dann wird durch diesen Pappkarton die Lichtschranke unterbrochen und das Tor fährt dann im Anschluss wieder nach oben, einfach weil es ein Hindernis erkannt hat. Das probieren wir jetzt, wie gesagt, kurz aus. Hierfür muss ich aktuell noch an den Antrieb selbst gehen. Kann jetzt eben das Tor öffnen. Kann jetzt das Tor wieder schließen und man kann jetzt eben sehen, der Karton hat die Lichtschranke durchbrochen und daraufhin fährt das Tor komplett nach oben. Der Antrieb zeigt im Übrigen jetzt auch noch einen Fehlerzustand Nummer 2 an und im Handbuch steht dann, dass dies eben bedeutet, es wurde ein Hindernis erkannt. So, man konnte jetzt also das Verhalten des Antriebs sehen, wenn die Lichtschranke unterbrochen wird, noch bevor das Tor vollständig verschlossen ist. Und daraufhin wurde eben das Tor vollständig geöffnet. Im Übrigen auch das ist eine Einstellung, ob das Tor wieder komplett nach oben fahren soll, beziehungsweise ob es nur ein Stück weit zurückfahren soll. Auch das kann man eben in irgendeinem erweiterten Menü einstellen. Der wichtige Punkt hier an der Stelle war aber einfach, dass durch diese Hinderniserkennung ein Stopp und ein Fahrvorgang in die entgegengesetzte Richtung gestartet worden ist. Und dieses Verhalten, wenn man denn das integrieren möchte in die Führungsschiene, das kann man eben beeinflussen, das kann man ändern. Und das tue ich jetzt, indem ich eben diese Pappkonstruktion, die ja nach wie vor sich hier am Tor befindet, die lasse ich jetzt an der Stelle hier. Und jetzt setze ich den Antrieb zurück, sodass ich auch neue Lernfahrten ausführen muss. Und jetzt würde er eben während der Lernfahrten schon merken, dass er beim Zufahren des Tores diese Lichtschranke durchbricht. Merkt sich eben die Stelle, an der sich die Lichtschranke ungefähr befindet. Und daraufhin wird sich das Verhalten bei darauf folgenden Fahrten verändern. Nämlich rechnet einfach dann damit, dass er an dieser Stelle die Lichtschranke unterbricht und fährt das Tor nicht weiter zurück, sondern schließt es weiterhin. Und das schauen wir uns jetzt einfach im Folgenden an. Doch davor muss ich eben, wie gesagt, durch das Rücksetzen des Antriebs einfach neue Lernfahrten anstoßen. Das mache ich hier, indem ich jetzt den Programmierknopf gedrückt halte für eine ganze Zeit lang. Und dann muss ich hier in irgendein Menü, nämlich Menü 37 und da die Option 3. Auch hier muss ich wieder gedrückt halten. Und jetzt sollte der sich, genau, der ist jetzt in den ungelernten Zustand zurückgefallen. Das ist jetzt also im Prinzip ein Werksreset. Der verhält sich jetzt so, wie er ausgeliefert worden ist. Daraufhin kann ich den Tortyp wählen, nämlich Tor 1. Daraufhin kann ich mit dem L den Lernmodus starten. Ich fahre das Tor also jetzt nach oben. Das Tor ist jetzt bereits vollständig oben. Jetzt fährt das Tor eben nach unten und wird jetzt seine typischen 3 Lernfahrten machen. Und was jetzt vielleicht interessant ist, ist bereits hier, dass die
Pappkonstruktion, die man hier jetzt eben sehen kann. Die wird jetzt gleich den Lichtschrank unterbrechen. Aber anders als es jetzt eben gerade noch der Fall war, ist das Tor jetzt nicht zurückgefahren, sondern hat sich zunächst einmal vollständig geschlossen und fährt jetzt erst wieder vollständig nach oben. Und das ist einfach Teil des Lernprozesses, weil er jetzt eben auch hier diese Endlage kennenlernt. Und er macht ja das Ganze bekanntlich dreimal. Das heißt, bei der Inbetriebnahme bzw. bei diesen Lernfahrten, bei diesen Referenzfahrten, fährt er das Tor dreimal vollständig auf und zu und kennt danach eben diese Lernfahrten und weiß einfach, in welchem wie weit er sich hier einfach in der Führungsschiene bewegen kann, sowohl auf als auch zu. Und wir warten das Ganze jetzt einfach mal ab und dann hole ich euch gleich nochmal an der Stelle ab, wenn das Ganze hier abgeschlossen ist. Ist nun also fertig angelernt und kennt jetzt einfach die Endpunkte der Torbewegung und weiß dadurch einfach, wie weit er fahren muss, damit das Tor offen bzw. zu ist, und wird auch eben entsprechend die Geschwindigkeit reduzieren, wenn er in die Nähe dieses Endpunktes kommt. Außerdem hat der Antrieb nun registriert und sich gemerkt, an welcher Stelle der Torbewegung die Lichtschranke unterbrochen wird durch das Tor. Das bedeutet nun eine Veränderung des Verhaltens. Es gibt hier zwei Fälle zu unterscheiden. Einmal, wenn die Lichtschranke vorzeitig unterbrochen wird. In dem Fall fährt das Tor nach wie vor in die Gegenrichtung, also hält an und fährt in die Gegenrichtung einfach, um zu verhindern, dass da irgendjemand oder irgendetwas zu Schaden kommt. Und der zweite Fall ist derjenige, dass die Lichtschranke eben an der erwarteten Stelle unterbrochen wird und dann schließt das Tor ganz normal ab. Beide Fälle wollen wir uns jetzt einmal ansehen. Beginnen wir zunächst einmal mit dem Fall, dass die Lichtschranke vorzeitig unterbrochen wird, zum Beispiel durch einen Gegenstand oder eine Person, die sich eben im Bewegungsfeld der Lichtschranke bewegt. Noch bevor das Tor eben verschlossen ist, beziehungsweise noch bevor der Antrieb dies erwarten würde. Das heißt, ich schließe jetzt das Tor und wenn ich jetzt hier eben zum Beispiel mit einer Handbewegung die Lichtschranke auslöse, kann man sehen, fährt das Tor wieder in die Gegenrichtung, fährt eben vollständig auf. Im zweiten Fall, beziehungsweise im eigentlich regulären Fall, wird diese Lichtschranke nun auch unterbrochen, in meinem Fall ja durch diese Pappkonstruktion, durch diese provisorische am Garagentor selbst. Allerdings passiert dies eben erst dann, wenn auch der Antrieb damit rechnet. Also der hat als im Rahmen des Anlernprozesses einfach diese Position sich gemerkt. Und wenn jetzt eben zur richtigen Zeit die Lichtschranke unterbrochen wird, so wird das nicht dazu führen, dass das Tor wieder öffnet, sondern das Tor wird sich ganz normal schließen. Das schauen wir uns jetzt einfach einmal an. Und wie man hier jetzt sehen kann, wird die Lichtschranke in etwa jetzt durch dieses Provisorium eben unterbrochen. Das Garagentor schließt sich aber trotzdem, wird auch vollständig verriegelt. Man konnte also sehen, das Garagentor hat sich jetzt ganz normal abgeschlossen. Man kann auch jetzt vor Ort zumindest sehen, dass hier nach wie vor eine rote LED leuchtet. Wahrscheinlich wird man das im Kamerabild nicht allzu gut sehen können, aber das deutet einfach darauf hin, dass die Lichtschranke unterbrochen ist. Und das hat halt jetzt nicht wie zuvor zum Hochfahren des Tores geführt, einfach weil der Antrieb nun an der richtigen Stelle zur richtigen Zeit erwartet hat, dass dies passiert. Und hat jetzt eben sein Verhalten dahingehend geändert, dass er das Tor vollständig verschließt. Ich hoffe jetzt einfach, dass durch diese kleine Demonstration das Ganze nachvollziehbar geworden ist. Das Verhalten des Antriebs in Verbindung mit dieser Lichtschranke kann eben geändert werden oder ist einfach unterschiedlich, je nachdem, wo sich diese Lichtschranke befindet. Und vor allem ist wichtig, ob die Lichtschranke auch sich dort schon befunden hat, als man die Lernfahrten ausgeführt hat. Denn im Rahmen dieser Lernfahrten kriegt einfach der Antrieb, merkt sich einfach, wo diese Lichtschranke unterbrochen wird, und man kann jetzt die Lichtschranke nicht anderweitig installieren, das wird nicht funktionieren, man muss eben davor wieder diese Lernfahrten durchführen. Das Ganze ist wie gesagt im originalen Handbuch gar nicht beschrieben und geht erst aus einem Nebensatz in dieser erweiterten Anleitung hervor, und aus meiner Sicht ist das besonders interessant, weil sich dadurch nochmal andere Einbausituationen oder Einbaumöglichkeiten ergeben, und man kann eben diese Lichtschranke eben auch in die Führungsschiene integrieren. Dadurch ist das Ganze ein bisschen ab vom Schuss, kann nicht irgendwie durch herumliegendes Material, was man ja gerne hier so an dieser Seite der Garagen stellt, irgendwie verbogen werden oder beschädigt werden gar. Und ist halt weniger auffällig und wie gesagt nochmal ab vom Schuss. Und insbesondere prüft man damit eben auch, ob sich etwas im Bewegungspfad des Tores selbst befindet,
In meinem Fall ist es ja so, ich prüfe ja streng genommen nicht, ob sich was im Tor befindet oder halt da, wo sich die Führungsschienen schließen in dieser Linie, sondern ich prüfe, ob sich was in der Nähe des Tores befindet. Bei mir sind das jetzt nur wenige Zentimeter Versatz, aber je nach Einbausituation können das natürlich auch mehr sein. Und überhaupt ist es einfach schöner aus meiner Sicht zu prüfen, ob sich wirklich etwas im Tor befindet und nicht eben etwas ja, ein paar Zentimeter abseits vom Tor. Nachdem ich das Ganze nun eben überprüft habe, ist mein Plan, zumindest langfristig gesehen, die Einbausituation hier auch nochmal zu verändern und diese Lichtschranke wirklich in die Führungsschiene zu integrieren. Das ist jetzt auch kein großer Installationsaufwand und das ist aus meiner Sicht, macht das einfach nochmal eine Nuance schöner. Und dementsprechend werde ich das einfach tun, sobald da mal Zeit ist. Das hat jetzt keine ganz hohe Priorität, aber es ist ganz nett, das zu wissen und im Hinterkopf zu behalten. Ja, und wenn euch dieses Video und diese Information gefallen hat, dann lasst gerne einen Like da, abonniert den Kanal und diskutiert auch gerne fleißig in den Kommentaren, was es sonst noch für Funktionen gibt, die man vielleicht nicht kennt, beziehungsweise die nicht ganz offensichtlich sind, die nicht so aus dem Handbuch hervorgehen. Ich bin da sehr interessiert. Ich finde so eine Antriebstechnik einfach interessant als privater Bauherr und dementsprechend bin ich da auch neugierig und wenn ihr da noch mehr irgendwie interessante Aspekte habt, dann lasst es mich doch bitte wissen. Ansonsten sehen wir uns gerne in weiteren Videos, entweder hier zu diesem Thema, in dieser Serie, in dieser Videoreihe zum Thema Torantrieb und Garage oder eben auch zu allen anderen Themen rund um den Hausbau und meiner Dokumentation meines Bauvorhabens hier. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß mit den Videos und wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis dahin, ciao!